Die Softshell-Idee hat ihren Ursprung im Bergsportbereich. Man hat festgestellt, dass durch die großen Anstrengungen, durch die großen Bewegungsradien, die man im Outdoor-Sport braucht, ein Material braucht, was nicht so starr ist, nicht so fest ist, und hat halt da angefangen zu forschen. Die Softshells zeichnen sich besonders durch einen exzellenten Klimakomfort und durch Bewegungsfreiheit aus und decken einfach auch die Mehrheit aller Wetterbedingungen ab. Also man kann damit im leichten Nieselregen, bei leichtem Schneefall unterwegs sein und stehen dadurch einem Outdoor-Sportler sehr, sehr hoch im Kurs. Grundsätzlich möchte man mit der Softshell die äußere Schicht, die Wind- und Wetterschutzschicht, mit der mittleren Schicht, also dieser isolierenden Schicht, kombinieren. Und gemäß diesen Anforderungen haben wir zwei Softshells bei uns im Programm entwickelt. Wir haben zum einen die Stormlock-Varianten. Die Stormlock-Varianten bestehen aus einem Dreilagenmaterial, besitzen also so eine Membran. Und hier ist die obere Priorität einfach wirklich die Winddichtigkeit. Die Materialien lassen überhaupt keinen Wind an den Körper ran, lassen aber im Gegenzug Schweiß und Luft nach außen gleiten und bieten so einfach einen hervorragenden Schutz, wenn es darum geht, dass ich wirklich in widrigeren, kühleren Wetterbedingungen unterwegs bin. Des Weiteren haben wir die Flexshield-Materialien. Die Flexshield-Materialien bestehen aus einem Doppelgewebe. Auf der Innenseite der Gewebe befindet sich in der Regel so eine Loop-Schicht, die die Wärme dann am Körper bindet und hält. Und die äußere Schicht ist mit einer DWA-Beschichtung, die einfach Feuchtigkeit auch nach außen hin vom Körper weghält. Hier ist die obere Priorität die Atmungsaktivität des Materials. Beiden Materialien ist gemeinsam, dass sie nach außen hin robust sind und nach innen hin den Körper schützen. Unsere Softshell-Materialien sind der optimale Mix aus Wetterschutz und Tragekomfort. Sie genügen den meisten Anforderungen, die man im Outdoor-Sport braucht, und bieten damit ein wahnsinnig vielfältiges Spektrum, sowohl für den Gelegenheitswanderer als aber auch hin bis zu dem ambitionierten Bergsportler.